11. Juni 1944. Nur ein paar Meilen östlich der amerikanischen Landesstrände in der Normandie kämpfen die Einheiten des britischen Commonwealths um die Einnahme der Stadt Caen. Hier müssen sie sich der überlegenen Feuerkraft der Elite-Panzerdivisionen entlang der deutschen Verteidigungslinie stellen. Um die Oberhand zu gewinnen, werden die Veteranen der Desert Reds der 7. Panzerdivision entsandt. Ihre Mission: die Westflanke der deutschen Verteidigung zu durchdringen und einen Zugang zur Stadt Caen freizuräumen. Hier hören! MacGregor führt Trupp 2 die Straße lang und greift die Deutschen von rechts an. Wir helfen ihnen, indem wir durch den Obstgarten gehen und die Deutschen gut beschäftigen. Los jetzt! Los, los, los! Bei mir bleiben! Price, Feuer eröffnen! Deutsche! Im Norden! Auf Hilfe! Deutsche Truppen!
Erstgeschoss! Schalten die Deutschen aus! Kriegsende von unten. Deutsche! In der Nähe dieser Kisten! Zur Rechten! Feindliche Infanterie! Oben im ersten Stock! Auf der linken Seite! Ich muss nachladen! Deutsche da draußen! Drüben im Westen! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! Bitte nicht schießen! Wir haben Verletzte hier! Bitte nicht! Nicht feuern, Jungs! Ich sage, wir schlitzen die alle auf. Feuer einstellen! Das ist ein Befehl! Was immer Sie sagen, Sir. McGregor, kommen Sie! Erinnern Sie sich noch an den deutschen LKW im Osten? Sicher, Sir. Reparieren Sie ihn und bringen Sie ihn hierher. Gehen Sie mit McGregor. Wir brauchen etwas, um die ganzen Amis zu transportieren. Mach ich, Sir. Davis, Sachen prüfen. Da könnten noch mehr Deutsche sein. Nur weil dieser Kampf vorbei ist, ist es der Krieg nicht. Davis! Es sind Briten! Koch, mir nach! Okay, ich komme mit.
Sieht noch intakt aus. Die Deutschen waren sogar so nett, uns noch Treibstoff dazulassen. Los, Davis! Springen Sie hinten rein und geben Sie mir Deckung. Fast hätt's geklappt. Jetzt! Festhalten, Davis! Das wird holprig! Okay, Jungs, der LKW ist hier. Laden wir sie auf. Gut gemacht, Sergeant. Wissen Sie, Davis, ich beneide diese Amis fast. Für die ist dieser verdammte Krieg vorbei. Hören Sie, wir haben Befehl erhalten, die Kreuzung dieses Dorfes einzunehmen und zu halten, bis unser Konvoi eintrifft. Los jetzt! Deutsche! Erdgeschoss! Vorsicht, Jungs! Da ist ein MG-42 am Ende der Straße! Ich komme mit! Oben, im obersten Stock! Ein MG-42! Rechts! Gut so! Immer schön festnageln! Sie das Gebäude hinter uns. Los! Deutsche Truppen! Ohne die Oberstufe! Rechte Seite! Achtung!
Sie sich durch diese Gebäude links. Geben Sie ihm Feuerschutz. Die Engländer! Erste Schuss! Auf der linken Seite! Auf der anderen Seite der Landbrücke! Ich bin östlich von uns! Ist unser Ziel. Verstecken Sie sich! Feindliche Panzer nähern sich von der Kreuzung! Bauernhaus kontrolliert diese Kreuzung. Davis, nehmen Sie ein paar Jungs mit und sehen Sie im Bauernhaus nach Deutschen. Los, los, los! Tommies, da drüben bei den Kisten, hinter uns. Ein MG-42. MG-42 im Fenster! Trupp, setzen Sie eine Rauchmann ein und rücken Sie vor. Kontrolle über das Bauernhaus übernehmen. Los, los! Ich hab einen! Deutschen! Dreh dich im obersten Stock! Alarmangriff in Deckung! Englische Truppen! Sanitäter! Das Haus ist gesichert! Gut, jetzt überprüfen Sie den Stall. Mit
Sergeant Davis, suchen Sie im Stall nach Funkgeräten und setzen Sie sie außer Betrieb. Ich schalte das zu deinem Ziel. Feindliche Truppe! Bei den Vorratskisten! Auf unserer linken Flanke! Kommen von Westen her. Bei den Bäumen da. Gegenangriff! Der Feind kommt über die Straße! Verteidigungspositionen beziehen! Haltet sie zurück, bis der Konvoi eingetroffen ist! Sergeant Davis zum deutschen Maschinengewehr! Los! Deutsche! In Südwesten! Nicht er! Fallen am Boden!